So, schönen guten Abend. Herzlich willkommen heute hier zu Live-Marktanalysen und Trading-Setups mit dem Agena Trader. Ja, freut mich, dass ihr trotz des schönen Wetters wieder zahlreich hier erschienen seid, quasi vor dem Bildschirm. Ich möchte mich nochmal kurz entschuldigen für das vergebliche Warten vor 2 Wochen. Leider ging es mir genauso. Ich musste auch vergeblich warten. Das, was passiert, es gab wohl ein kleines technisches Problem und das Webinar vor 2 Wochen konnte leider nicht gestartet werden. Von daher sorry nochmal für alle, die vergeblich gewartet haben. Umso schöner, dass ihr heute wieder da seid. Ich hatte ja angekündigt, dass wir vor 2 Wochen bei dem Termin eigentlich uns überwiegend mit Aktien beschäftigen wollten. Das würde ich heute quasi wieder anbieten. Also wenn ihr spezielle Aktien habt, die ihr gerne mal angeschaut haben wollt, wo ihr eine Analyse für haben wollt, gebt einfach kurz Bescheid. Fragen wie immer bitte direkt in den Chat schreiben. Ich werde dann da auch so gut wie möglich direkt drauf eingehen. Ich schaue mal kurz, das sind schon ein paar Fragen hier jetzt im Vorfeld aufgetaucht. Ja, irgendwie sind wohl die COT-Fans hier versammelt. Okay. Also, der Harald fragt, ob wir einen kurzen Blick auf Weizen werfen können. Ja, klar, können wir machen. Dann haben wir hier Andreas. Hallo, Andreas. Eine Frage zum COT-Report. Zwei Charts mit zwei Fragen, Signaleinstellungen geschickt. Ja, okay, die sind bei mir angekommen. Da gibt es auch noch eine Antwort dazu. Ja, ich habe aber im Moment ein bisschen viel um die Ohren gehabt. Da habe ich das noch nicht geschafft. Okay, Udo, ja klar, COT nicht vergessen. Ja, werden wir machen. Okay, dann haben wir hier vom Dieter X-Ray, dann der Frank Ahmad, Crude Oil unbedingt. Ja, okay, Udo, Crude Oil. Werfen wir auch nochmal einen Blick drauf, waren ja fette Bewegungen jetzt diese Woche. Okay, würde ich sagen, reden wir nicht lange drum rum. Fangen wir hier direkt an. Also, ich habe momentan hier noch zwei kleine Positionen offen. Die werde ich parallel hier noch so ein bisschen mit betreuen. Ich glaube, die eine hat sich gleich erledigt, also hier läuft noch eine kleine Short-Position aktuell auf Öl. Ja, da habe ich aber ein etwas größeres Ziel gehabt, bin mit dem Stop aber jetzt hier schon relativ dicht am Einstieg. Da ist wahrscheinlich gleich Feierabend. Die zweite Position, die läuft, ist eine Long-Position auf dem Euro. Die ist ganz gut angelaufen. Da habe ich was gemacht, was ich normalerweise eher nicht mache, habe mich hier zu den Payrolls einstoppen lassen. Das werde ich auch gleich noch mal kurz zeigen, warum ich das gemacht habe und wo da die Zielbereiche sind. Dann würde ich sagen, da der Trade noch offen ist, fangen wir direkt mit dem Öl an. So, da gehen wir direkt mal hier in die COT-Daten auch rein. Das dauert hier ein bisschen länger, bis das reingeladen ist, weil ich mir die auch immer noch vom Monatschart reinziehe, die COT-Daten. Da ist natürlich unheimlich viel, was da zu verarbeiten ist. Ja, in der Zwischenzeit wird jetzt hier der Öltrade gleich ausgestoppt. Ich gehe hier mit dem Risk quasi plus minus null über diese letzte 5-Minuten-Kerze hier, die dieses letzte Hoch gemacht hat. Da möchte ich dann jetzt auch raus sein auf dem Freitagnachmittag. Okay, also schauen wir mal, ob Öl jetzt hier inzwischen reingeladen ist. Jo. Da haben wir den, genau. Also, das Erste, was hier sofort auffällt, ist im Monatschart, wenn wir uns das Ganze hier mal anschauen, Öl im Monatschart. Ja, dass wir hier bei den Large Specs in einer absolut brutalen Long-Position drin waren, bei den Hedgern hier in einer ganz brutalen Netto-Short-Position. Wir haben also
absolute Extremwerte hier erreicht. Ja, wir sehen das. Das letzte Mal, wo wir nur annähernd in diesem Bereich waren, hat hier die große, große Abwärtsbewegung im Öl angefangen. Von daher war ich hier die ganze Zeit eigentlich schon die letzten 6 Wochen der Meinung, dass wir im Öl doch deutlich runterkommen sollten. Habe das ja auch wiederholte Male gesagt. Und die Bewegung ist also jetzt in dieser Woche losgelaufen. Ich denke, wir werden jetzt am Samstag, also heute Abend oder morgen früh, je nachdem, wann ihr euch die Zahlen immer reinzieht, werden wir in den COTs noch keine wirklich großen Änderungen haben. Ja, wir müssen immer sehen, die Zahlen, die am Freitag kommen, die sind immer vom Dienstag der laufenden Woche. Und Dienstag hatte die große Abwärtsbewegung im Öl noch nicht angefangen. Da waren wir noch recht deutlich im Seitwärtsmarkt. Und von daher gehe ich davon aus, dass die größeren Liquidierungen der Long-Positionen von den großen Tradern erst in dieser Woche, Ende dieser Woche gelaufen sind, nämlich gestern und vorgestern. Und die werden also in den COT-Zahlen für diese Woche jetzt noch nicht enthalten sein. Also ich rechne eigentlich damit, dass wir erst Ende der nächsten Woche sehen, wie viele Kontrakte hier dann doch tatsächlich aus dem Markt gegangen sind, wieder wie viele Long-Kontrakte. Und von daher müssen wir jetzt auch ein bisschen vorsichtig sein mit den nachfolgenden Bewegungen, die wir jetzt antizipieren oder die wir erwarten. Weil es natürlich sein kann, dass ein Großteil der Positionen jetzt hier schon rausgenommen worden ist. Und dann sind diese brutalen Bewegungen auch häufig erstmal beendet. Wir werden uns das Ganze gleich noch kurz charttechnisch anschauen. Aber hier sehen wir das auf dem Wochenchart. Ja, das ist jetzt hier der Wochenchart. Und da sehen wir, dass wir hier im COT-Index quasi, also in der stochastischen Darstellung der COT-Daten, dass wir hier schon seit Mitte Dezember recht deutliche Short-Signale angezeigt bekommen haben. Wir sehen aber auch, wie lange dieser Markt hier seitwärts gelaufen ist. Ja, und das ist eine ganz ähnliche Situation wie Ende letzten Jahres im Gold. Da hatten wir auch recht lange eine sehr extreme Positionierung, sowohl bei den Hedgern als auch bei den Large Specs. Und da ist dann am Ende genau das Gleiche passiert. Es ging wochenlang seitwärts. Wir haben sogar teilweise noch leicht neue Hochs gemacht. Und als die Bewegung dann anfing, war das eine ziemlich brutale Bewegung, die an 2 Tagen gelaufen ist. Und dann war dieser ganze überhitzte Bereich dann auch wieder abgebaut. Und ich schätze mal, dass das Ganze jetzt hier ähnlich läuft. So, das, was wir uns jetzt hier aber angucken müssen, ist, wo kommen hier im Öl die nächsten größeren Support-Level? Und da sehen wir, die laufen hier unten in diesem Bereich. Zum einen haben wir diesen Aufwärtstrend, der hier seit Februar 2016 läuft. Ja, der ist durch diese beiden Tiefs hier bestimmt. Einmal durch dieses absolute Tief von Anfang Februar und dann einmal hier dieses relative Tief vom November. Das bestimmt uns momentan hier diesen Aufwärtstrend. Und es ist recht normal, dass wir nach solchen heftigen Bewegungen und nach diesen Breakouts hier aus so einer Seitwärtsrange, dass wir zumindest diesen Kanalbereich hier testen. Ich hatte jetzt heute nochmal eine ziemlich aggressive Position hier aufgebaut nach den Payrolls, die darauf abgezielt hat, dass wir einfach den Bereich dieses Lows hier von dieser großen Wochenkerze nochmal testen. Das ist bisher nicht passiert, von daher möchte ich jetzt dann auf dem Freitagnachmittag hier auch relativ zügig raus. Will hier keinen großen Verlust mehr machen und deswegen habe ich den Stop hier auch schon ziemlich aggressiv hinterhergezogen. Aber im Prinzip ist das der Zielbereich für diese Abwärtsbewegung. Das Zweite, was wir hier sehen, ist, dass wir in der großen Zeitebene, ja, hier auf diesem Wochenchart, wenn wir uns das anschauen, nach wie vor in ein Dreieck laufen. Ja, und dieses Dreieck, das sieht so ein bisschen aus wie so ein steigendes Dreieck. Ne, die Linie hier oben ist nicht ganz waagerecht, aber doch annähernd. Und das lässt charttechnisch immer noch Potenzial dafür, dass wir hier auch noch nach oben ausbrechen. Ja, oder zumindest hier unten in dem Bereich hängen bleiben und diesen Bereich hier oben nochmal antesten. Und deswegen sagte ich gerade, müssen wir jetzt auch echt vorsichtig sein mit dem, was wir an zukünftigen Bewegungen jetzt hier im Öl antizipieren und erwarten, weil der Vorteil jetzt lange nicht mehr so groß ist auf der Short-Seite, wie er eben hier oben noch war.
Na, wir sind jetzt hier unten schon in diesem Unterstützungsbereich hier angekommen. Wir sind schon fast am unteren Bereich hier von diesem Aufwärtstrend. Und da spricht charttechnisch vieles dafür, dass wir hier erstmal ein Support-Level finden. Ja, und von dem könnte das jetzt eben hier nochmal zurückgehen, so in den Bereich 51,50, 51,60, einfach nochmal hier diese alten Tiefs testen. Na, das wäre also durchaus möglich, ohne dass sich hier am charttechnischen Gesamtbild irgendwas ändert. Okay. Jo, hier sind einige Fragen jetzt zwischendurch noch reingekommen. Also, welche Chartform verwendest du speziell für die COT-Analysen? Nearest Future oder Endloskontrakte? Harald, prinzipiell immer Endloskontrakte. Ja, also ich schaue mir immer die Endloskontrakte an. Und zwar in der Back-Adjusted-Variante. Back-Adjusted bedeutet, dass die Roll-Gaps, die in solchen Futures enthalten sind, dass die rausgefiltert sind. Rausgefiltert insofern, dass der Chartverlauf der Monate, also der Verfallsmonate, die schon durch sind, die schon verfallen sind, dass der im Nachhinein angepasst wird. Ja, das Ganze lässt sich hier im Agena Trader einstellen. Hier unten, indem ich auf den Datenfeed gehe, den ich hier benutze, das ist bei mir in dem Fall IQ-Feed. Und hier habe ich die Möglichkeit, mir entweder nur den Front Month anzeigen zu lassen, das wäre also jetzt dann nur der April-Kontrakt, dann das Ganze endlos im Continuous. Continuous würde bedeuten, die Rollgaps bleiben im Chartverlauf enthalten. Und die dritte Variante ist die Back-Adjusted. Und das ist die, die ich benutze. Da werden diese Rollgaps quasi rausgerechnet. Ja. Okay. Was haben wir noch? Udo, eine ganz wichtige Frage steht hier in einem sehr guten Görsch-Video. Vielen Dank. In einem sehr guten Görsch-Video sehe ich den COT-Oszillator auf 3 Jahre eingestellt. Heißt das, wenn eine andere Software COT-Indikatoren Daily, Weekly, Monthly anbietet, muss ich bei Weekly circa 155 einstellen? Yes, das ist korrekt. Ja, also 3 Jahre ist dann eben immer auf die entsprechende Zeit gerechnet. Das ist also dieser Oszillator, der hier läuft. Ja, den habe ich hier einmal auf 3 Jahre, einmal auf ein halbes Jahr. Und der vergleicht die aktuelle Positionierung mit dem Minimum und Maximum der letzten 3 Jahre, beziehungsweise in der hellen Linie hier, in der hellroten Linie oder hier unten in der hellblauen Linie mit dem Maximum der letzten 6 Monate, Minimum und Maximum der letzten 6 Monate. Okay. So, was haben wir noch? Ja, können wir noch mal auf den FDAX schauen? Jo, Silber, okay. Ja, ich schaue mal, was wir jetzt hier alles noch schaffen. Na, also, wie gesagt, im Öl, bisschen vorsichtig jetzt. Die große Bewegung, die ich hier erwartet habe, die ist im Prinzip schon gelaufen. Wenn wir uns das Ganze noch mal rein charttechnisch anschauen, dann sehen wir auch diese Seitwärtsrange, die hier gelaufen ist. Oh, das wollte ich nicht. Ein Dreieck wollte ich nicht. Naja, weg. So, diese Seitwärtsrange, die hier gelaufen ist, die haben wir jetzt ja im Prinzip schon fast einmal hier unten dran gesetzt. Ja, wir sind also fast diese gesamte Range, wenn wir die noch verkleinern auf das, was hier in den letzten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Wochen gelaufen ist, ja, dann haben wir im Prinzip das Ziel hier jetzt schon erreicht. Na, einmal diese Seitwärtsrange an den Ausbruch drangelegt und dann sind wir im Zielbereich und von daher also im Öl. Jetzt bitte ein bisschen vorsichtig und zwar bis wir wieder neue Informationen haben. Und neue Informationen haben wir zum einen, wenn wir aus diesem Aufwärtstrend nach unten ausbrechen, dann wird das Ganze nochmal ein bisschen schwierig, weil wir hier unten nochmal einen schönen Support-Bereich haben, ja, einmal durch dieses Tief und dieses Tief hier drüben und dann durch dieses Low hier, da haben wir nochmal schöne Support-Bereiche. So wirklich frei ist der Weg eigentlich erst wieder unter 43 Dollar und dann ist hier locker wieder Platz runter bis zu 38, ja. Ansonsten rechne ich eher damit, dass alles, was jetzt hier unten in diesem Bereich liegt, so zwischen 45 und 48 Dollar, dass es doch eine sehr zähe Geschichte werden kann im Öl. Also dieses lange, lange Warten auf die Bewegung hier
hat sich jetzt genauso schnell wieder ins Gegenteil verkehrt. Ja, wir haben die Bewegung jetzt gesehen und jetzt kommen wir hier wieder in eine etwas schwierigere Situation. Gut. So, das Erste, was dann noch gefragt war, war Weizen. Also schauen wir uns auch Weizen noch mal kurz an. Wie gesagt, das dauert jetzt immer alles ein bisschen, bis das hier reinlädt. Ich zeige das auch gleich noch mal genau, warum. Jo, in der Zwischenzeit. Ach, da haben wir es schon. Okay, da sind wir schon auf dem Weizen. Sehen wir also erstmal, dass die aktuelle Wochenkerze wieder ziemlich deutlich negativ gerichtet ist. Wir scheinen jetzt die Woche zu schließen im Bereich des Tiefs der Vorwoche. Bisschen ungünstig, zumindest für alle, die long sind. Wir sind in einem Unterstützungsbereich hier wieder angekommen. Ich muss das Ganze hier mal ein bisschen anpassen. Den nehme ich hier mal raus. Also der aktuelle Unterstützungsbereich, in dem wir uns auf dem Wochenchart befinden, ist dieser hier. Das ist diese Seitwärtsrange. Ja, da hat von hier oben vom Rücksetzer dieses Level schon einmal gehalten. Was aber jetzt sehr auffällig ist, ist, dass wir am Anfang der Woche hier neue Hochs gemacht haben und jetzt zum Ende der Woche verkaufen wir hier stark ab. Das Ganze müssten wir uns jetzt mal auf dem Tageschart anschauen. Hier haben wir das auf dem Tageschart. Und was auffällig ist, das ist hier der Freitag. Gestern war Donnerstag. Gestern kam der große Waste-Report. Das ist also der wichtigste Agriculture-Report, den es so gibt für die ganzen Grains. Und die große Abwärtsbewegung, die fing hier schon an vor diesem Waste-Report. Und der Waste selber konnte jetzt hier gar nicht mehr wirklich groß Bewegung bringen. Wir hängen hier im Moment an dem Jahresdurchschnitt. Ja, der hat hier schon mal gehalten und in dem Bereich hängen wir jetzt hier wieder. Und das ist für mich momentan im Weizen ein Bereich, in dem ich keinen Vorteil sehe. Ja, auf dem Tageschart sind wir hier in einem Aufwärtstrend. Der ist auch im Prinzip immer noch intakt. Ich hole mal gerade mein Zeichentool hier rein. Wenn ich es denn finde, ja, hier drüben. Und zwar ist diese immer noch intakte Aufwärtsbewegung auf dem Tageschart ist diese hier. Und da stellt sich jetzt für uns die große Frage, ist das eine ABC-Korrektur auf die große Abwärtsbewegung und geht es jetzt weiter down oder entwickelt sich hier tatsächlich ein Aufwärtstrend? Problematisch ist das Ganze ein bisschen, weil das Ding aktuell ist, bis wir hier unten drunter laufen. Ja, bis wir unter diese Tiefs laufen, ist im Prinzip diese Aufwärtsbewegung hier im Tageschart aktuell. Wir bekommen jetzt momentan gerade hier auch wieder so eine komische ABC in die andere Richtung. Bisschen ungünstig, ne? Also auch wenn wir unter diese Tiefs jetzt hier gehen, unter dieses Tief hier bei 4,36, 4,37, hat das nicht viel Aussagekraft für den kurzfristigen Bereich. Ja, ich sehe das hier auch immer ganz gut an meinem Momentum-Indikator, den ich hier drin habe. Also der gibt mir hier so die Trendrichtung an, zusammen mit dem Momentum. Und wir sehen hier, das Momentum ist arg rausgegangen. Also das Ganze läuft jetzt hier seitwärts auf recht hohem Niveau, stagniert so ein bisschen, kommt aber auch nicht wirklich weiter rauf. Und das liegt einfach daran, dass wir jetzt hier, ich nenne das so ganz gerne, so ein informationsfreier Raum, dass wir hier in diesem informationsfreien Raum uns bewegen. Ich sehe den Vorteil eher wieder auf der Long-Seite, wenn wir über dieses alte Hoch hier drüber laufen, dann sehe ich den Vorteil kurzfristig eher wieder Long. Den Vorteil Short sehe ich eigentlich wirklich erst, wenn wir hier unter die 4,25 laufen. Also Weizen ist im Moment was, wo ich mich nicht unbedingt engagieren möchte, wo ich auch aktuell keine Positionen fahre, weder kurzfristig noch langfristig. Ja, wenn wir uns das Ganze mal anschauen im Monatschart, ja, dann sehen wir hier diesen großen, großen Abwärtstrend, der hier läuft, seit ein paar Jahren jetzt schon. Und es sieht momentan aber so aus, als wenn wir im Monatschart hier in einer Bodenbildungsphase wären.
Na, wir haben hier so ein kleines Tief ausgebildet, da sind wir nochmal reingetaucht, haben es nochmal ganz kurz unterschritten und dann sind wir nach oben gelaufen und haben hier auch ein neues Hoch gemacht, über diesem letzten Zwischenhoch. Und durch dieses neue Hoch, über diesem letzten Zwischenhoch, ist im Prinzip nach Dow-Theorie dieser Abwärtstrend hier erstmal gebrochen. Na, sieht momentan aber danach aus, als könnte das einfach nur so ein kleines Unterbrechungshoch gewesen sein und dass wir jetzt wieder weiter runtergehen. Ja. Und das macht das Ganze im Moment einfach ein bisschen ungünstig. Also wir sind auf dem Support-Bereich im Wochenchart. Wir sind noch nicht in einem klaren Abwärtstrend im Tageschart und haben auf dem Monatschart unseren Abwärtstrend, den es hier gab, auch erstmal gebrochen und sind hier über dieses letzte Hoch drüber gegangen. Und das ist dann alles nicht mehr so ideal. Also zumindest für mich nicht. Ja, ich sehe da keinen klaren Vorteil und wenn ich keinen klaren Vorteil sehe, dann halte ich mich aus diesen Geschichten ganz gerne raus. Okay. So, dann ist hier noch eine Frage, wird bei einer Trendwende aufgrund vom COT-Index die Entscheidung erst bei positivem Weekly Setup entschieden oder genügt nur Daily? Ja, gute Frage. Kommt immer ein bisschen drauf an. Also das kommt auf die Chartkonstellation an. Wenn ich im Tagescharten ein schönes Setup finde, dann reicht mir das normal, um erste Positionen aufzubauen. Ja, wenn ihr die letzten Wochen hier immer dabei wart, dann habt ihr sicherlich gesehen, dass ich auch schon zwei, drei Versuche hatte, auf dem Kakao-Long zu gehen. Weil es eben ein super schönes COT-Setup ist aktuell. Das habe ich auf dem Daily-Chart gemacht. Und es hat bisher dreimal nicht funktioniert, weil die Bewegung einfach noch weitergelaufen ist. Und auf dem Weekly gab es noch kein wirkliches Signal, bis auf ein einziges, was dann aber relativ schnell wieder umgekehrt worden ist. Und von daher, ja, es kommt halt immer drauf an. Also das hängt auch viel mit der Stop-Setzung zusammen. Dadurch, dass ich ausschließlich im Future unterwegs bin, habe ich es natürlich ein bisschen schwerer auch mit dem Risikomanagement. Gerade wenn man dann auf dem Weekly-Chart unterwegs ist, bei Kontrakten, die recht schwer sind, die also einen sehr hohen Tickwert haben, dann ist es manchmal nicht möglich, die Stops am Weekly-Chart zu setzen, weil dann das Einzelpositionsrisiko zu groß ist. Und da steige ich dann ganz gerne um auf den Daily-Chart. Ja, dann bin ich lieber dreimal draußen mit einem kleinen Verlust und beim vierten Versuch läuft es dann, als dass ich einen Versuch mit einem wirklich großen Risiko eingehen muss und wenn der schief geht, habe ich eigentlich einen viel zu großen Teil von meinem Account verloren. Ja, deswegen wichtig ist aber immer, dass man die Chartgröße oder das, was man als Setup benutzt hat, nachher auch für sein Positionsmanagement benutzt. Wenn ich also einen Trade auf dem Tageschart eingehe, dann manage ich den auch am Tageschart. Wenn ich einen Trade auf dem Wochenchart eingehe, dann muss ich den eben auch auf dem Wochenchart managen. Ja, und da sind dann entsprechend die Stops größer. Das dauert viel länger, bis Stops hinterhergezogen werden. Also es hängt bei mir immer ein bisschen davon ab, wie aggressiv oder wie defensiv möchte ich so ein Trade eingehen. Ja. Okay. So, was haben wir noch? Dann würde ich sagen, werfen wir noch mal kurz einen Blick auf den Euro. Da brauchen wir eigentlich gar kein COT. Zumindest ist das Trade Setup, was bei mir hier aktuell läuft, kein COT Setup, sondern ein reines charttechnisches Setup. Na komm schon. Ich glaube, ich stelle mal den Monatschart hier wieder auf den Wochenchart. Dann sind wir da deutlich schneller reingeladen. Das dauert doch ein bisschen lange jetzt. Aber jetzt muss ich einmal warten, bis der fertig ist. So, da ist er fertig. Gehen wir hier nochmal drauf. Ich wechsle das gerade mal in die Woche. Naja, zumindest dachte ich, dass es dann schneller geht. Ja, dann gucke ich in der Zwischenzeit nochmal kurz auf die Fragen.
Was haben wir noch? Bei Kakao würde ich mal Weekly DMI anwenden, dann sieht man, dass bei Kakao noch nichts läuft. Jo, das ist natürlich richtig. Aber ich habe eben so meine Standard-Vorgehensweisen und die haben sich im Laufe der Jahre bewährt und von daher bleibe ich da auch erstmal dabei. Also, so, das Setup auf dem Euro, das ist so ein Setup auf dem Tageschart. Ein ganz klares Chart-Setup. Und zwar sehe ich hier im Euro aktuell eine inverse SKS. Ach, jetzt hat er mir die wieder rausgelöscht. Ich markiere es einfach nochmal. Also, da haben wir hier die erste Schulter, dann haben wir hier die Ausbildung vom Kopf und hier die zweite Schulter. Alternativ kann man das Ganze auch so sehen, dass man die erste Schulter hier hat, hier die zweite Schulter und hier unten haben wir dann so einen schönen Doppelboden im Prinzip. Also hier laufen zwei Sachen parallel. Das eine ist eine SKS-Formation, die sich hier ausgebildet hat. Das zweite ist dieses wirklich schöne Doppeltief, was sich hier auf dem Tageschart ausgebildet hat. Und was eben besonders gut ist, ist, dass wir auf diesem Level hier, wir haben hier ein Support-Level. Das zeichne ich gerade mal ein. Ja, dieses Support-Level hier hat sich ausgebildet. Und als wir in dieses Support-Level wieder reingelaufen sind, haben wir hier auch ein sehr großes Volumen gesehen. Und aufgrund dieses großen Volumens sehen wir, dass hier tatsächlich kräftig Nachfrage reingekommen ist. Ja, das ist also ein absolutes Nachfragelevel hier gewesen. Sieht man auch an der großen Tageskerze, die hier läuft. Und deswegen habe ich mich heute dazu entschlossen, mich über die Non-Farm Payrolls in diesen Euro einstoppen zu lassen. Das war für mich jetzt eine recht klare Geschichte. Entweder der Euro bricht wirklich zusammen in den Payrolls, wenn der Dollar ordentlich Gas gibt, oder aber das Ganze verkehrt sich ins Gegenteil. Und wir hatten hier diese sogenannte Nackenlinie von der SKS. Ja, die läuft von der zwischen Schulter 1 und Schulter 2. Das ist hier der Nacken. Ich habe das ganz gerne, wenn diese Nackenlinie bei Long Trades etwas nach unten verläuft, weil ich dadurch die Möglichkeit habe, ein sehr kleines Risiko zu traden. Ja. Und das Ziel für die Bewegung finden wir auch hier relativ einfach, indem wir uns die Höhe hier nehmen. Und ich gucke mal, ob ich das Ganze hier verschieben kann. Na, weiß ich jetzt nicht. Und indem wir dann diese Höhe, die wir hier von der SKS haben, einfach auf diesen Ausbruch nochmal dranlegen. Ja, und dann kommen wir hier ungefähr in diesen Bereich 108. Und dieser Bereich 108 passt auch ziemlich gut, weil das hier der nächste Widerstandsbereich ist hier oben. Ja, das ist also das Setup, was hier im Euro aktuell läuft. Da kann ich jetzt hier nochmal die laufende Position reinblenden und da sehen wir, der Stop, der lag jetzt zwischenzeitlich schon hier an dem Tief von vor den Payrolls. Wir sind jetzt hier deutlich nach oben gelaufen, haben hier ein klares, neues, relatives Tief und damit nehme ich dann hier jetzt auf dem Freitagabend auch das Risiko aus dem Trade. Und möchte da also nicht Gefahr laufen, hier noch mit einem Verlust ausgestoppt zu werden. Ansonsten werde ich sehen, wie ich mit der Position umgehe, ob ich die übers Wochenende behalten will oder ob ich die heute gegen Abend glatt stelle, falls ich sie dann noch habe, wenn sie jetzt nicht Break-Even rausfliegt. Ja, aber das war auf jeden Fall mal ein charttechnisches Setup, was hier läuft, mit einer recht deutlichen SKS und einem sehr schönen Doppelboden. Und ich habe das sehr gerne, wenn sich verschiedene Chart-Formationen quasi ergänzen. Ich nenne das dann immer so Clusterpunkte. Ja, es sind also wirklich mehrere Sachen gewesen, die hier gelaufen sind. Es war eben diese SKS, es war dieses Doppeltop. Und wenn wir uns das hier nochmal anschauen,
Dann haben wir als dritte Variante hier auf dem Tageschart noch einen Ausbruch aus der Range. Ja, und dann haben wir drei Dinge, die hier zusammenkommen. Und von daher war das meiner Meinung nach eine ideale Situation, um hier mal fast antizyklisch auf längerfristige Sicht den Euro hier zu long zu gehen. Ja, das heißt jetzt nicht, dass ich für den Euro prinzipiell long eingestellt bin. Ich sehe schon noch eine recht hohe Wahrscheinlichkeit, dass er nochmal deutlich neue Tiefs macht, dass wir auch unter die 1,04 hier nochmal gehen. Zumal die Zinsschere jetzt zwischen Europa und Amerika auch weiter auseinander geht. Die Amis werden wohl eine Zinserhöhung bringen, noch ein paar Mal im Laufe dieses Jahres. Beim Draghi bin ich mir da nicht so sicher, was der im Laufe des Jahres macht. Und normalerweise ist es so, wenn diese Zinsschere weiter auseinander geht, dass dann der Dollar auch stärker wird und dementsprechend der Euro dann auch wieder ein bisschen weiter nachgeben sollte. Ja, aber das charttechnisch sieht es im Moment so aus, als wenn wir jetzt erstmal hier oben zumindest so den Bereich 1,0770, 1,0780 antesten. Und für alle Forex-Händler, nicht wundern, momentan sind die Unterschiede wieder recht groß zwischen dem Future und dem Forex-Preis. Das hängt damit zusammen, dass ich im Future hier inzwischen schon auf den Juni-Kontrakt gewechselt bin. Ich handle also nicht mehr den März-Kontrakt, der noch läuft, ich glaube bis 17. Also eine Woche noch, sondern das Volumen ist jetzt auf dem Juni-Kontrakt schon größer. Und immer dann, wenn ich eventuell eine Swing-Position auch halte und einen Kontrakt über mehrere Tage halte, dann schaue ich mir schon an, ob ich das Ganze noch in dem alten Kontrakt aufmache oder ob ich schon den nächsten nehme. Und ich habe mich in dem Fall für den nächsten entschieden. Dadurch kommt es aber, dass der Preis oder der Kurs, den ich jetzt hier angezeigt bekomme, deutlich höher ist als der aktuelle Forex-Kurs. Okay. So, was haben wir noch hier? Ein paar Aktien hatten wir hier genannt bekommen. Da würde ich jetzt gerne noch mal einen Blick drauf werfen. Okay, einmal X-Ray. Das weiß ich gar nicht, was das ist. Gucken wir mal hier. X-Ray Dental Supply. Okay, also ich mache es bei Aktien genau wie bei allen anderen Wertpapieren auch, die ich handle. Ich werfe immer zuerst einen Blick auf den längerfristigen Chart. Da können wir hier sogar auch mal im Monatschart anfangen, dass wir einmal den sauberen Überblick haben. Prinzipiell, wenn man sich sowas langfristig anschaut, dann sollte man diese Preisskala hier umstellen auf eine logarithmische Preisskala, weil dann die Bewegungen einfach ein bisschen sauberer noch sind. Aber so für einen groben Überblick reicht mir das Ganze eigentlich immer. Was hier sofort auffällt, ist, wir haben einen sehr schönen, sehr sauberen Aufwärtstrend in der Aktie. Und zwar bis zur großen Finanzkrise hier 2007, 2008. Da wird dann recht hart korrigiert. Wir laufen hier von 46, 47 Dollar runter auf 22. Das sind also über 50% Kursverlust, die Aktie hier erlitten hat. Was mir aber sehr gut gefällt, ist, dass wir relativ zügig hier wieder an diesen alten Widerstandsbereich rangelaufen sind. Ja, das hier ist der Widerstandsbereich von vor dem großen Abverkauf. Dann hat die Aktie eine Weile gekämpft hier mit diesem Widerstandsbereich, hat aber sehr schnell hier schon ich mache es mal hier mit, das geht einfach schneller, hier schon einen Aufwärtstrend ausgebildet. Ja, und aus diesem Aufwärtstrend sind wir hier nochmal ausgebrochen und der hat sich jetzt nochmal im Momentum verstärkt und hat nochmal kräftig einen oben drauf gelegt. Jetzt ist es natürlich so, dass ich als erstes bei solchen Bewegungen schaue, wie könnte ich denn in diesen großen Trend reinkommen, wenn ich sowas handeln will. Und das mache ich klassischerweise so, dass ich mir auf der großen Zeitebene die Swings anschaue. Ja, das sind diese einzelnen Swings, das ist die Aufwärtssequenz, die hier läuft. Ja, und wir sehen, wie schön die läuft. Wir haben
innerhalb dieser einzelnen Swings hier keine Unterbrechungstiefs nach unten. Wenn man also auf dem Wochenchart hier irgendwo gekauft hätte, wäre man sicherlich noch dabei, wenn man das Ganze laufen lässt. Aber das Zweite, was auffällt, ist, dass wir nach dieser normalen Aufwärtsbewegung, nenne ich es mal, ja, wir hatten hier für die Charttechniker ja so einen Keil. Na, der ist nicht besonders eng zusammengelaufen, aber im Prinzip ist das ein Keil und sind dann hier aus diesem Keil nach oben ausgebrochen. Das ist trendbestätigend. Dann hat sich auch das Momentum hier nochmal verstärkt. Nachdem wir dann über die All-Time-Highs gelaufen sind, haben wir hier nochmal richtig Druck drauf gekriegt auf den Kessel. Und jetzt im Moment sehen wir aber, dass dieser Druck hier nachlässt. Ja, die ersten Zeichen dafür, dass dieser Druck nachlässt, ist, dass neue Hochs, die gemacht werden, nicht mehr besonders weit laufen, dafür die Retracements dann aber größer werden. Wir haben hier in dieser gesamten großen Aufwärtsbewegung eine sehr starke Impulsbewegung, eine kleine Korrektur, eine sehr starke Impulsbewegung, kleine Korrektur, starke Impulsbewegung. Hier haben wir auch nochmal sehr schön dieses alte Hoch getestet, ja, ganz sauber, haben hier nochmal eine große Impulsbewegung gesehen. Diese Korrektur hat auch nochmal sehr schön das Hoch hier getestet, ja, also ganz, ganz super gelaufen, der Trend. Und jetzt ist eben nach dem letzten Impuls das Hoch nicht mehr besonders weit über dieses letzte drüber gelaufen. Und wir haben jetzt im Prinzip schon zum zweiten und hier drüben schon zum dritten Mal dieses Support-Level hier bei 55, 56 Dollar getestet. Das gefällt mir jetzt schon nicht mehr ganz so gut. Ja? So langsam laufen wir, so langsam laufen wir hier in so eine Seitwärtsbewegung über. Und das ist eben nicht mehr ganz so schön. Wir sehen auch, dass wir im Laufe dieser Woche hier oben im oberen Bereich der Range gescheitert sind und jetzt im Laufe des Monats und jetzt im Moment hier wieder runterkommen. Jetzt schauen wir uns das Ganze dann auf einer kleineren Zeitebene an. Und zwar gehen wir hier auf den Wochenchart und da sehen wir das jetzt nochmal viel schöner. Ja, das hier ist diese Seitwärtsrange. Ne? Ist im Moment nichts anderes als, wie wir das gerade gesehen haben beim Weizen. Wir befinden uns so ein bisschen in so einem informationsfreien Raum. Ja, solange wie diese Range hier besteht, wäre ich etwas vorsichtig zu handeln. Wenn ich diesen Wert handeln wollte, dann würde ich sehen, dass ich hier unten im Bereich dieser Hochs und dieser Tiefs hier, also im unteren Drittel der Seitwärtsrange, dass ich hier irgendwo kaufe. Ja. Relativ egal, wäre es hier gewesen. Aber jetzt im Moment zu diesem Preis und an diesem Niveau würde ich die Aktie nicht mehr kaufen. Ich würde entweder warten, bis wir hier wieder runterlaufen in den Bereich zwischen 54 Dollar und 57 Dollar oder aber bis wir hier nach oben rausgehen über die Hochs und sich der Aufwärtstrend tatsächlich weiter fortsetzt. Ja, im Moment ist das Ganze ja, ohne Vorteil quasi in dem Markt. Ne? Kommt natürlich auch immer ein bisschen drauf an, wie langfristig oder wie kurzfristig man sowas traden will. Ich gucke gerade nochmal, von wem hier die Frage kam, vom Dieter. Dieter, vielleicht kannst du nochmal kurz sagen, für welchen Zeitbereich wolltest du dir das Ganze anschauen? Ist das eher ein Investment oder ist das eher ein kurzfristiger Trade? Man hat natürlich auch immer die Möglichkeit, sich das Ganze noch auf dem Tageschart anzuschauen. Und einfach mal zu gucken, ob man so einen kurzfristigen Swing Trade über ein paar Tage draus machen kann. Okay, Tages- und Wochenchart, also mehr Investment. ich gehe noch mal auf den Tageschart. Das ist also der Tageschart. Ja, da sehen wir im Prinzip auch die große Seitwärtsrange. Und ja, sehen auch, dass wir eigentlich uns die ganze Woche hier im Bereich dieser letzten kleinen Impulsbewegung hier bewegen. Also keine großen neuen Informationen hier. Wird jetzt sicherlich auch viel damit zusammenhängen, wie der Gesamtmarkt weiterläuft. Ja, es ist so, dass viele Aktien inzwischen sehr weit gelaufen sind, deutlich neue Hochs gemacht haben, auch gerade viele Nasdaq-Werte. Und die sind jetzt allesamt darauf angewiesen, dass auch der Gesamtmarkt weiter nach oben läuft. Es wird sehr, sehr schwierig werden, für einen Großteil der Werte weiter neue Hochs zu machen, wenn der Gesamtmarkt in eine größere Korrektur übergeht. Ja, und da wird sicherlich auch viel dran hängen. Insgesamt sieht die Aktie recht stark aus.
Ja, also auch die größeren Korrekturen, die gemacht worden sind, sind hier jetzt über die letzten Tage nicht so richtig mitgenommen worden. Aber wenn man jetzt die Swing-Bewegungen des Tagescharts handeln will, dann haben wir im Prinzip hier eine ganz große Impulsbewegung, hatten hier nur eine recht kleine Korrektur und dann hier die nächste Impulsbewegung, die eben nicht mehr ganz so groß war. Da ist dann im kurzfristigen Fenster der Bereich zum Kaufen hier diese Supportzone. Da ist die Aktie auch schön reingetaucht. Das ganze Problem daran ist, wohin mit dem Stop? Ja. Und das Ganze dann hier oben noch zu agieren, macht vom Chance-Risiko-Verhältnis her einfach wenig Sinn, weil unser Kursziel, sage ich mal, wenn wir ganz sportlich sind, liegt das ja so in dem Bereich altes Hoch oder vielleicht kurz drüber. Und wenn ich mir jetzt anschaue, rein charttechnisch von den Swings, wo mein letztes Tief ist und wo mein Stop liegen müsste, selbst wenn ich diese kleine Zwischenbewegung hier noch reinnehme, dann müsste mein Stop eigentlich hier unten liegen. Wir haben auch in diesem Bereich hier noch ein offenes Gap. Das ist auch immer ein bisschen ungünstig. Und von daher finde ich es ein bisschen schwierig, jetzt in dem Wert hier oben irgendwo einzusteigen. Also auch auf dem Tageschart würde ich jetzt nichts an der grundsätzlichen Geschichte ändern. Wenn long, dann irgendwo hier unten im unteren Drittel der Range. Ja. Okay. Was hatten wir noch hier? Amat sagt mir jetzt gerade auch nichts. Aber schauen wir mal kurz rein. Applied Materials, gut. Oh, habe ich mir schon mal angeschaut. Okay, hier ist noch mein 50% Retracement drin. Ah, das aber schon eine ganze Weile her. Na gut. Ich schaue mal kurz, von wem kam die Frage hier, von Frank. Frank, vielleicht kannst du auch noch mal kurz sagen, welches Zeitfenster interessiert dich da am ehesten? Eher langfristig, eher kurzfristig. Im Übrigen ist das, was hier gerade eingezeichnet war, diese 50% Korrekturlevel, ist was ich in Aktien sehr, sehr gerne benutze für einen Einstieg und um meine Einstiegslevel so ein bisschen zu verifizieren. Aber wir sehen hier auf dem Tageschart auch sehr schön das, was ich gerade gesagt habe, dass viele Aktien doch sehr extrem gelaufen sind in der letzten Zeit und schon deutlich überhitzt sind und es sehr, sehr schwierig wird, da jetzt, wenn man irgendwo flat ist, noch neue Long-Positionen aufzubauen. Ja. Okay, eher im Tageschart oder im Stundenchart, alles klar. Dann fangen wir hier eine Zeitebene höher an, das wäre also der Wochenchart. Bei mir ist es ja prinzipiell so, wenn ich sowas auf dem Tageschart trade, dann sind für mich die Wochenlevel interessant. Wenn ich das auf dem Stundenchart trade, dann sind für mich die Tageslevel interessant, Tageschart-Level. Und von daher gucken wir uns jetzt beides einmal kurz an. Also auf dem Wochenchart sehen wir eigentlich sehr schön, was das hier für eine Bewegung ist. Wir haben hier deutlich über 100% gemacht auf die Aktie. Und zwar seit September 2015. Wahnsinn, ja. Wenn ich jetzt einfach an diese große Bewegung mal die Retracement-Level ranlege, ja, dann sehen wir, dass wir selbst ein Drittel Retracement uns erstmal hier auf dieses alte Hoch bringen müsste, bevor hier langfristig wieder an Trendfolgeeinstieg zu denken ist. Ja. Kommt jetzt eben auch wieder darauf an, was soll das Ganze sein? Soll das ein Investment sein langfristig oder soll es wirklich ein Trade werden? Für ein Trade wäre mein Einstiegslevel für den Tageschart dann irgendwo hier unten in dem Bereich 31 bis $30. Das wäre hier so mein Einstiegslevel. Das Stop-Level würde dann hier unten liegen, so bei 27,40, 27,30, ja, irgendwo unter diesem Tief. Und dann hätte man hier für diese ungefähr $4, die man Stop hat, hier ein Ziel von $8 bis $9 oben zu 40. Und das wäre für mich also ein sinnvoller Trade. Man kann das Ganze natürlich auch längerfristig gestalten. Ja, wir sehen diese typischen 50% Retracements, die wir häufig bekommen zu Krisenzeiten. Ja, immer dann, wenn so eine große Krise kommt, wie die Finanzkrise 2007, 2008, haben wir ganz häufig Retracements, die in den Bereich 50 bis 60% reinlaufen.
Und da sehen wir auch hier, dass dieses 50% Retracement hier an einem ganz interessanten Bereich liegt, und zwar im Bereich dieser beiden alten Hochs. Ja, die sind hier einmal in der Aufwärtsbewegung getestet worden, aber nur ganz, ganz kurz. Und das wäre also ein langfristiges Ziel sogar für eine große Korrektur nochmal hier runter auf die 26. Ja. Und das wäre also 50% von dieser letzten großen Aufwärtsbewegung. So, auf dem Tageschart, da nehme ich das hier mal wieder raus, brauchen wir nicht mehr. Auf dem Tageschart, ja, sehe ich es im Moment leider so, dass das Ding hier komplett überhitzt ist. Also ich wüsste nicht, wo ich jetzt hier einsteigen sollte. Auf dem Tageschart müsste man da auch zumindest auf ein Retracement warten. Wenn man jetzt ganz aggressiv hinterher ist, dann sind die ersten Retracement-Levels hier so in diesem Bereich. Ja, sehen wir, das ist hier aber eben auch schon mal getestet. Das ist auch nicht mehr so ideal. Hier oben liegt noch eins bei 36,88. Das wäre also ein Level, was dann nachher auf dem Stundenchart interessant ist. Da können wir auch gleich nochmal reingucken. Aber für den Tageschart finde ich das Level hier unten besser. Ja, das ist etwas defensiver. Und wenn ich mir jetzt die Retracement-Level hier reinnehme von der letzten Bewegung, die ohne größere Retracements gelaufen ist. Ja, wir haben hier zwar einen starken Abverkauftag drin, aber den würde ich mal ein bisschen außen vor lassen. Dann sind wir bei einem Drittel Retracement hier nochmal im Bereich dieses alten Tiefs. Und bei 50% sind wir dann hier in der etwas größeren Korrekturzone und dann liegen wir so bei 33 Dollar. Ja. Was ich auf gar keinen Fall machen würde, wäre so ein Wert shorten. Ja, wenn ich also so einen Tagesverlauf hier sehe, so einen Chartverlauf auf dem Tageschart, komme ich überhaupt nicht erst auf die Idee, da irgendwo eine Short-Position aufzubauen. Ja, klar kann sowas mal ganz toll sein und kann hier auch mal eine kurze Korrektur geben, aber wir sehen, am Ende ist es sehr schwer abzuschätzen, bis wohin so eine überhitzte Aufwärtsbewegung laufen kann. Ja, und immer dann, wenn wir jetzt hier irgendwo anfangen, einfach blind Short zu gehen, da müssen wir uns genau überlegen, wie groß sollte der Stop sein, wo liegen unsere nächsten Ziele. Und wenn wir sehen, dass die nächsten Ziele für so eine kleine Abwärtskorrektur schon hier im Bereich dieses letzten Hochs bei 37 liegen, naja, wie klein soll denn da mein Stop sein, dass ich noch was Vernünftiges an Chance-Risiko-Verhältnis handeln kann? Und da wird man dann also ständig ausgestoppt. Ja. Von daher, es ist eine Aktie für ein Long-Setup, ganz klar. Aber ja, wie leider bei so vielen Werten wäre man da jetzt auch schon ein bisschen spät dabei und muss also jetzt einfach erstmal abwarten, dass hier eine kleine Korrektur läuft. Okay. So, dann schaue ich mal gerade, was es hier noch so gibt. Ob ich für das Rollen der Future-Kontrakte eine spezielle Systematik habe? Nein, nicht wirklich. Ja, also ich lasse mir immer die Volumen anzeigen, die über den Tag in dem entsprechenden Kontrakt gehandelt werden. Wenn es an den Verfall geht, dann schaue ich mir immer an, ist das Volumen im Front Month, also im aktuellen Kontrakt, noch größer oder ist das Volumen im nächsten Kontrakt schon größer? Ich wechsle spätestens dann, wenn das Volumen im nächsten Kontrakt höher ist. Ja, spätestens dann wechsle ich. Und dann kommt es, wie gesagt, darauf an, wenn ich weiß, dass ich eine Swing-Position eingehe, die ich ein paar Tage oder vielleicht sogar ein paar Wochen halten will, dann macht es für mich natürlich keinen Sinn, 4, 5 Tage vor Verfall noch neue Positionen einzugehen. In dem alten Kontrakt, da baue ich dann Positionen direkt gleich im neuen Kontrakt auf. Okay. So, was haben wir hier noch? Gilt und LUV. Okay. Also, Gilead Sciences, da habe ich selber gerade eine Short-Position, von daher sage ich das direkt vorweg, bin ich da nicht ganz vorurteilsfrei in der Beurteilung. Ist für mich auf dem, ja, gucke ich mal gerade kurz, von wem war das? Andreas, ja, welche Zeitebene?
Eher langfristig, eher kurzfristig? Soll es ein schneller Trade sein oder bist du eher auf eine offene Swing-Position aus? Langfristig, okay. Jo, also fangen wir an mit dem Monatschart. Ja, sieht ziemlich brutal aus. Also wir haben hier eine sehr extreme Aufwärtsbewegung drin. Und zwar sehen wir, dass wir von dieser Krise 2007, 2008 zwar hier ordentlich zurückgekommen sind. Ja, das sind eben auch fast 50% hier oben von den 29 Dollar runter auf die 16 Dollar. Das sieht jetzt sehr, sehr klein aus. Deswegen sage ich ja, wenn man sich die größeren Zeitebenen anschaut, macht es eben auch Sinn, diese Skala hier einfach mal in eine logarithmische Skala abzuändern. Wir behelfen uns jetzt hier einfach so, dass wir auf die Chart-Level schauen. Wir haben also hier durchaus 50% Retracement gehabt. Aber seit 2010 sind wir hier in einem sehr extremen Aufwärtstrend. Ja, diese Aktie hat hier fast 1000% gemacht. Wir sind also von der, im Tief lagen wir hier bei 16 Dollar, sind wir hier bis 120, über 120 Dollar raufgelaufen, haben also so 700, 800% hier auf die Aktie gemacht. Aber wir sehen auf dem Monatschart auch aktuell, dass wir hier in einen deutlichen Abwärtstrend wieder gelaufen sind. Na, das war am Anfang hier sehr wild. Die größeren Korrekturen sind sehr schnell wieder zurückgekommen. Was heißt sehr schnell? Aber innerhalb von 2, 3 Monaten sind wir hier ziemlich weit wieder zurückgelaufen. Dann kam die nächste sehr starke Momentumbewegung. Die hat nur einmal kurz die Stop-Orders im Prinzip unter diesen beiden Tiefs hier geholt, ist dann wieder nach oben gelaufen in den Widerstandsbereich. Und seitdem sind wir hier in einem sehr soliden Abwärtstrend, der eben nicht mehr besonders wild läuft, der keine besonders großen Retracements mehr hat. Ja, und was mich eben bewogen hat dazu, jetzt hier auch eine Short-Position aufzubauen, ist, dass wir einmal hier an diesem Bereich, an diesem Support-Bereich, den wir hier haben, ich zeichne den mal ein, das hier ist der Support-Bereich auf dem Monatschart. Ja, da sind wir hier einmal rangelaufen, haben ein schönes Retracement gesehen, nochmal an diese alten Tiefs vom Monatschart und sind jetzt wieder in der Abwärtsbewegung. Und ich erwarte also, dass wir zumindest dieses Tief hier nochmal nehmen und hier unten in diese Support-Zone reinlaufen. Ja, das ist so eigentlich das Minimum, was ich hier an Abwärtsbewegung sehen will. Oh, ich höre hier gerade oder sehe hier gerade schlechter Ton. Ist das bei allen so? Ja, okay, dann wechsle ich mal gerade. So, bin ich jetzt besser zu hören? Ja, okay, ich habe jetzt hier gerade mal vom freien Mikro aufs Headset gewechselt. Okay, gut, also das hier unten, dieser grün eingezeichnete Supportbereich ist eigentlich so das Minimum, was ich hier an Abwärtsbewegung erwarte, dass wir noch einmal zumindest das Tief hier nehmen und ein bisschen tiefer in diesen Unterstützungsbereich hier reintauchen. Das Ganze können wir uns jetzt auch mal auf dem Wochenchart angucken. Ja, da haben wir jetzt hier auch dieses Level noch eingezeichnet und sehen eben diese wirklich saubere Abwärtssequenz, die hier läuft. Im Groben sieht das Ganze so aus. Ja, die Amplituden nehmen zwar ein bisschen ab, aber wir sind hier nach wie vor deutlich abwärts gerichtet und diese letzte Aufwärtskorrektur, das war die, die mich bewogen hat, hier eine Short-Position aufzubauen. Die ist nämlich ziemlich sauber hier unten an diese alten Tiefs rangelaufen und eben an den Widerstandsbereich, den wir hier oben haben. Ich zeichne das mal neu. Diesen Widerstandsbereich, den wir hier auf dem Wochenchart haben, das ist das perfekte Einstiegslevel gewesen. Ja, das ist alles mit einem recht sauberen Stop versehen worden hier über dieser Wochenkerze.
Das Risiko ist also im Vergleich zum Ziel doch deutlich kleiner. Der Zielbereich ist der, der hier unten angezeichnet ist, bis in diesen grünen Bereich hier. Und da arbeite ich locker mit einer 3 zu 1 Chance-Risiko-Verhältnis. Und das ist eigentlich der Grund für dieses Short-Setup. Ups, auf dem Tageschart. Ja, sehen wir das hier auch nochmal sehr schön. Wir hatten hier ein Open Gap. Ja, das Gap ist geschlossen worden. Und das war im Prinzip auch so ein Clusterbereich. Wir haben den Gap Close quasi parallel mit dem Eintauchen hier in diese Widerstandszone, mit dem Test an diese alten Tiefs. Ja, das ist ein ideales Setup. Wenn man jetzt noch keine Position hat und eine Position aufbauen möchte, dann muss man das Ganze eben hier auf der etwas kleineren Zeitebene machen. Also das Ganze auf dem Tageschart jetzt umsetzen. Und auf dem Tageschart ist es so, dass wir hier und hier die größeren Widerstandsbereiche haben. Dieser Widerstandsbereich hier, dieses alte Tief, ist im Prinzip schon getestet. Und von daher bleibt eigentlich nur noch der etwas tiefere Bereich. Ja, das ist die aktuelle Sequenz. So ist die Sequenz auf dem Tageschart. Und wenn diese Sequenzen sehr sauber laufen, dann sollte es jetzt so weitergehen, dass wir von hier unten irgendwo vielleicht in diesem nächsten kleinen Unterstützungsbereich, den wir hier haben, mit diesem alten Hoch und diesen kleinen Überschneidungen hier auf dem Tageschart, dass wir irgendwo hier dann nächste Woche auch kurz innehalten. Das Retracement dann irgendwo in den Bereich dieser alten Tiefs läuft und wir dann weiter nach unten gehen. So die Theorie. Ja, nur weil ich das jetzt hier so einzeichne, heißt das jetzt noch lange nicht, dass das so kommt. Ich mache eben, da muss man auch immer ganz vorsichtig sein, ich mache eben diese Analysen nicht, um genau festzulegen, bis wohin läuft der Markt jetzt und wo ist die Bewegung zu Ende, sondern ich will einfach nur ein bisschen evaluieren, wo könnte mein Einstiegsniveau sein, wo sollte mein Stop liegen und wo könnte mein Zielbereich sein, dass das Ganze auch irgendwo in einem sinnvollen Verhältnis steht. Ja, also da geht es nicht darum, jetzt hier die genauen Kurslevel vorherzusagen, sondern einfach da eine Replizierbarkeit reinzukriegen. Okay, auf die Frage Long-Signal auf Tagesbasis. Jo, das müssen wir uns jetzt hier mal anschauen. Dafür gehen wir hier nochmal in den Weekly-Bereich. Also ein Long-Signal würde ich überhaupt erst dann umsetzen, wenn wir aus diesem Support-Bereich wieder in einen Aufwärtstrend übergehen. Ja, also nehmen wir an, wir tauchen hier tatsächlich jetzt in diesen Bereich ein, kriegen vielleicht hier noch eine schöne Bodenbildung, ja, und laufen dann irgendwann hier wieder in so einen Aufwärtstrend. Dann ist es natürlich interessant, irgendwo zu versuchen, vielleicht auch nochmal eine Long-Position abzugreifen. Wo man das dann macht, ja, ob man dann schon hier so ein Breakout über dieses erste Hoch handelt oder ob man ganz kurzfristig reingeht und schaut, wenn sich ein Doppeltief andeutet, dass man dann in dem ersten Weg nach oben schon kauft oder ob man den zweiten Breakout nimmt oder das Retracement aufs alte Hoch. Das ist dann am Ende jedem selber überlassen. Da gibt es kein Patentrezept. Da weiß ich leider auch nie, was richtig ist. Ich stochere da auch immer so ein bisschen im Nebel. Was eben wichtig ist, ist zu gucken, wo ist Support, wo ist Resistance. Und da kann ich jetzt schon von dem Kursverlauf, der bisher hier stattgefunden hat, sagen, für eine Long-Position wäre das erste Kursziel hier nochmal der Test von diesen alten Tiefs. Ja, wenn es also jetzt hier runter geht und in dem Bereich hier irgendwo hängen bleibt, dann wäre für mich für eine Aufwärtsbewegung das Kursziel einfach hier unten an diese Lows nochmal ranzulaufen. Na, es ist natürlich immer so, wenn man in so einem intakten Abwärtstrend ist und jetzt hier irgendwo so einen Trendwechsel abgreifen will, dann sieht man sich halt sofort mit diesen nächsten Widerstandsleveln konfrontiert. Das ist ganz logisch, weil wir natürlich ja hier runterkommen. Ja, und immer da, wo wir runterkommen,
bilden sich diese ganzen Widerstandslevel. Das ist eben, wenn ich in einem Aufwärtstrend bin, ja, und ich kaufe irgendwo innerhalb dieses Aufwärtstrends, ja, irgendwo hier kaufe ich, dann habe ich natürlich nach oben den Weg frei. Ja, da ist es deutlich einfacher für den Kurs nach oben zu gehen, als wenn ich eben direkt hier an so einem Wendepunkt bin, ist deutlich schwerer wieder sauber nach oben zu kommen. Ja, und das sieht man eben auch immer daran, wenn so eine Bewegung dann zu Ende ist, bevor wir von diesem großen Aufwärtstrend in diesen großen Abwärtstrend übergehen, haben wir eben ganz häufig hier so eine Phase, wo sich der Markt in einer Seitwärtsrange bewegt, viel hin und her gehandelt wird, große Bewegungen hat, große Spikes macht, große Moves macht und eigentlich keine richtige Richtung findet. Und das hängt ganz einfach damit zusammen, dass hier im unteren Bereich überall die Support-Level warten. Ja, da haben wir hier dieses Hoch, ne, das hat da funktioniert, dann hat es da nochmal funktioniert, dann hat es da nochmal funktioniert. Ja, dann haben wir hier den alten Hochbereich, der hier als Widerstand fungiert hat. Dann haben wir hier diese kleine Seitwärtsrange, die hier als Widerstand fungiert hat und hier nochmal. Und das ist dann natürlich schwierig, ja, hier Trades aufzubauen, die dann ein bisschen länger laufen. Und genauso ist es eben in diesem Bereich hier unten. Sollte der Trend dann wieder langfristig nach oben drehen, ist es dann auch so, dass es im unteren Bereich eher schwieriger zu traden ist. Ja, also das könnt ihr euch auch gerne mal anschauen auf so ein paar verschiedenen Charts, was euch auch immer interessiert. Und guckt euch einfach mal diese Trendwechsel an von der einen langfristigen Trendrichtung in die andere langfristige Trendrichtung. Da ist es selten so, dass wir da einen wirklich klaren Cut haben und sehen, okay, bis hier war Long, von da war Short, sondern wir laufen dann oft erstmal hier in so einer Seitwärtsrange. Und das würde ich hier unten eben genauso erwarten. Deswegen bin ich auch immer gern dabei, wenn ich so antizyklische Trades mache und ein Long Trade hier wäre antizyklisch, dass ich meine Ziele da nicht allzu weit setze, sondern sehe, dass ich ein CAV trade, was vielleicht ein bisschen besser ist als 1 zu 1, 1,2, 1,3 zu 1 und dann auch am ersten Widerstandslevel aus dem Trade wieder raus bin. Okay, ja, werfen wir vielleicht abschließend nochmal ganz kurz einen Blick auf die laufenden Positionen und auf das Trade Management, was da noch folgt. So, wir haben hier im Öl im kurzfristigen Zeitfenster im Moment diese Bewegung. Wir sind hier im ganz kurzfristigen Zeitfenster im Moment in so einer kleinen Konsolidierungsphase. Ich würde jetzt erwarten, weil es eine kleine Seitwärtsrange innerhalb eines Abwärtstrends ist, dass wir die auch nach unten verlassen. Das ist aber nur meine Erwartung. Wenn das so kommt, dann wird das Trade Management bei mir folgendermaßen aussehen, dass ich den Stop in dem Moment, wo wir dieses Tief hier unterschreiten, den Stop an dieses Hoch der Range setze, wohlgemerkt, wenn die Range hier so bleibt und wir jetzt nicht vorher nochmal nach oben rausgehen. Ja, also jetzt geht es bei mir hier eigentlich nur noch darum, Risiko aus dem Trade zu kriegen kleine Gewinne abzusichern und dann jetzt gegen Abend auch aus der Position raus zu sein. Also den Öltrade würde ich nicht übers Wochenende halten wollen. Da kommen wir schon nach unten weg jetzt. Muss man jetzt schauen, ob, wenn wir hier unter dieses Tagestief noch laufen, dann ziehe ich den Stop hier hinterher auf die 92. Im Euro sieht das Ganze so aus, dass wir auch hier jetzt in so einer kleinen Seitwärtskonsolidierung drin sind. Ja, das ist jetzt hier so diese kleine Seitwärtsrange hier hinten. Wenn man es noch ein bisschen genauer macht, kann man jetzt hier auch noch sowas wie ein Dreieck erkennen. Auch das ist eine Trendfortsetzungsformation. Also auch hier würde ich erwarten, dass wir eher nach oben rausgehen. Wenn das passiert, werde ich auch hier im Euro den Stop ans letzte Tief setzen, ein bisschen Gewinn noch absichern und dementsprechend dann schauen, wie sich das Ganze heute gegen Abend verhält. Aber wahrscheinlich werde ich den vor dem Wochenende auch rausnehmen und nicht mehr unbedingt laufen.